Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battles. Und heute haben wir mal wieder einen Liga-Run, aber endlich mal nicht Benny oder Cray mit dem altgewohnten Team, sondern wir haben mal 6 komplett neue, okay, Gengar hatten wir überall dabei, aber ansonsten haben wir halt 5 neue Pokémon dabei, die wir so noch nicht gesehen haben. Und einige davon haben wir sogar noch gar nicht gesehen im Arena Battle, beziehungsweise fast gar nicht. Zum Beispiel Psiaugon oder Meloetta haben wir auch nicht so häufig gesehen, hin und wieder mal, aber hat bisher auch noch nicht so viel gerissen. Aber Psiaugon wird interessant. Ansonsten mit dabei ein Gengar, ein Felinara, ein Panzeron und ein Trigefalo. Das wird interessant gegen Blocky werden, glaube ich. Vor allem, weil da eben kein Glurak dabei ist, das einfach komplette Teams auseinander nimmt. Vielleicht ist da irgendwo ein anderes Pokémon versteckt, was komplette Teams auseinander nimmt. Aber erstmal ist es nicht ersichtlich. Von daher könnte das ein spannendes Duell werden. Ich drücke beiden Parteien die Daumen. Natürlich schlägt mein Herz ein bisschen für Lukas und ich bin enttäuscht, dass da das Meistergriff nicht mit dabei ist. Aber hey, macht ja nichts. War doch bei Lukas, oder? Ich bin jedes Mal aufs Neue verwirrt. Egal, Tentantel gegen Trigefalo. Trigefalo natürlich potenziell mit einem Feuersturm. Von daher kommt von Derp erstmal das Schutzschild. Das ist ganz clever, um erstmal zu gucken, was kommt denn da von Trigefalo. Der Flammenwurf. Okay, und damit natürlich ganz klar die Option hier für Blocky. Ich sollte auf etwas wechseln, das den Flammenwurf vielleicht einigermaßen tankt. Und er wechselt auf Lilyep, auf sein Evolit. Lilyep, was immer noch ziemlich ungewöhnlich ist, meines Erachtens. Also da hat er sich durchaus was Individuelles einfallen lassen, der kleine Pflanzentrainer. Und dagegen kommt Trigefalo nicht an. Höchstens, wenn da mal eine Verbrennung bei rumkommen sollte oder so, dann wird es halt gefährlich für Lilyep. Aber ansonsten kann es sich ja, glaube ich, immer hochheilen. Mit Genesung, mit Synthese, ich bin mir gar nicht sicher, womit. Aber zumindest ist Trigefalo schon mal toxiniert, das ist wichtig. Und jetzt könnte sogar eine Genesung oder sowas in die Richtung kommen. Ich weiß halt gar nicht mehr, was für eine Heilattacke es hat. Es wird sicherlich eine haben, oder? Nehme ich mal an. Gegen Gengar kam jetzt die Antikraft, die halt schon ganz passablen Schaden gemacht hat. Und jetzt haben wir es mit Mega-Gengar zu tun. Das heißt, Lilyep kann nicht mehr ausgewechselt werden. Und das sollte ihm hoffentlich bewusst sein. Warum er da auf Schutzschild geht, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht um zu gucken, was denn da so kommt, um selbst zu schauen. Hey, bringt mir ein Wechsel was? Keine Ahnung. Ah, okay, die Matschbombe kriegt Lilyep gut getankt. Mit der Vergiftung wird es aber, denke ich, den Tod bedeuten. Es sei denn, Mega Gengar greift sich selbst an. Aber das dürfte auch nicht so viel Schaden machen, weil der Angriff ja zählt bei der Verwirrung. Von daher wird das, denke ich, auch Schaden sein, der einsteckbar ist für Gengar. Ja, ein bisschen Schaden ist es, aber auf jeden Fall machbar. Lilyep kann sich aber immerhin genesen. Also Blocky hat da sehr, sehr hoch gepokert. Sehr, sehr lange mit der Genesung gewartet. Aber letzten Endes war es ganz gut. Ja, Gengar wird jetzt wieder zurückgerufen. Okay. Interessant auf jeden Fall. Ich denke mal, Blocky könnte nochmal auf die Genesung gehen, weil er mit Giftschaden und Schaden von Gengar rechnen muss. Macht er aber nicht, sondern er geht wieder auf Antikraft. Möchte ein bisschen Schaden machen gegen Trigefalo. Und das ist interessant, weil er sich jetzt natürlich einfach nur eine Weile gegen Trigefalo halten muss, um gut Schaden zu machen. Heißt, jetzt wird wahrscheinlich wieder die Genesung kommen, während da ein Step Drachenpuls kommt. Der könnte schon gut Schaden machen, aber aushaltbar. Aushaltbar, definitiv. Lilyep tankt hier also gerade das halbe Team von Lukas ganz gut. Und beide Pokémon sind vergiftet, nur dass Trigefalo eben mehr und mehr und mehr Schaden bekommen wird, während der Schaden bei Lilyep konstant bleibt. Von daher weiß ich nicht, Trigefalo wird wieder zurückgerufen. Lukas wirkt ein bisschen ratlos, finde ich, gegen dieses kleine Pflanzen-Pokémon hier, das ziemlich böse agiert. Konfusstrahl damit auch schon das nächste Pokémon verwirrt, nämlich das, was direkt reingekommen ist, Psiaugon. Mal gucken, was das kann. Ich glaube, Strolch hat es nicht, das hat nur das Männliche. Finde ich auch sehr cool, dass bei Psiaugon männlich und weiblich verschiedenes Aussehen hat, aber auch verschiedene Attacken und Fähigkeiten und so. Beide Psiaugons also durchaus ihre Daseinsberechtigung. Und eigentlich schade, dass wir die nicht so oft gesehen haben hier. Aber mal gucken. Wird sich ja vielleicht noch ändern. Lilyep kassiert wieder an Schaden. Aber kann sich auch eben auch gut heilen. Während vom Psiaugon direkt die Verwirrung geheilt wird. Wobei, ich glaube, ein Zug ist schon vergangen. Nicht schlechter Schaden für den Energieball. War zwar ein Volltreffer, aber dennoch tat das ganz gut weh. Psiaugon ist jetzt ebenfalls schwer vergiftet. Also Lilyep wird wahrscheinlich, ich vermute es einfach mal, kein Pokémon besiegen können. Aber es hat einfach schon 2 vergiftet und 3 ziemlich gut angeschlagen. Und jetzt kommt nochmal der Wechsel auf Meloetta. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles hier eine kluge Wahl ist.
Denn ich glaube nicht, dass ein Pokémon Lillip one-hitten kann. Und das Problem daran ist, dass Blocky im Prinzip das ganze Team von Lukas vergiften kann. Also, dass er da alles gegen Lillip einmal einsetzt, das ist riskant. Aber jetzt kommt der Fokusstoß plötzlich. Warum nicht direkt? Weil das reicht fast aus. Und zusätzlich sinkt die Spezialverteidigung auch noch. Heißt, der nächste Fokusstoß wird ausreichen, selbst wenn Lillip volle KP hat, glaube ich. Toxin ging jetzt daneben, also Glück für Lukas. Wirklich großes Glück. Und wenn er jetzt trifft, mit Kehrtwende beispielsweise, dann war es das für Lillip. Und Lillip gedown. Damit geht Lukas mit 1:0 in Führung. Aber das hat meines Erachtens überhaupt nichts zu sagen. Denn wie gesagt, hat Blocky einiges an Schaden bereits angerichtet. Auch gegen Meloetta, das zumindest schon ein paar KP-Schaden genommen hat durch den Lebenorb. Und jetzt kommt Trikefalo wieder, was schon gut Schaden gefressen hat und zusätzlich auch noch vergiftet ist und auch noch weiteren Vergiftungsschaden bekommt. Und Blocky kann jetzt eben genau das richtige Pokémon dagegen einsetzen und er meint, das ist Kapilz, wahrscheinlich mit einem Tempohieb oder Walschal. Ich weiß immer nicht, wie er sein Kapilz spielt. Ich glaube, er spielt es ohne Walschal. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Wechsel auf Gengar, das ist natürlich clever. Steigerungshieb wird abgefangen. Kapilz geht weiter auf den Steigerungshieb. Warum? Warum tut es das? Hat er mit einem Wechsel gerechnet? So. Okay, oder er wollte sein Kapilz einfach down gehen lassen und nicht irgendwen anderes in den Gengar reinwechseln. Okay, in Ordnung. Keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall Derp. Denken wir nicht weiter drüber nach, was das gerade war. Wahrscheinlich wollte er einfach nicht in was anderes reinwechseln. Aber Derp wäre doch möglich gewesen. Also, als er noch volle KP hatte, hätte ich gewechselt, denke ich, auf Derp. Da sollten gerade die Egelsamen kommen auf Trikefalo. Gingen leider daneben. Von daher nochmal das Schutzschild hier an dieser Stelle. Trikefalo wird einfach noch 300 Jahre leben. Aber irgendwann wird es, ohne großartig was erreicht zu haben, einfach down gehen. So, jetzt ist es halt auf Flammenwurf festgenagelt. Ist die Frage, gibt es da Optionen, auf die man gehen kann im Blockys Team noch? Lillip ist ja jetzt leider Gottes weg. Auf Serpiroyal wird gegangen. Ich habe so das Gefühl, dass Serpiroyal so ein bisschen das Opfer-Pokémon sein könnte. Vielleicht hält es aber auch ganz... Es hält hervorragend aus. Nicht mal die Hälfte hat der Flammenwurf gezogen. Und damit kann es jetzt Trikefalo, denke ich, mit dem Blättersturm besiegen. Ist aber langsamer. Sollte das jetzt hier trotzdem noch aushalten, knapp aushalten. Und Blättersturm kommt. Und ja, dadurch wird halt der Angriff auch nochmal stark erhöht. Beziehungsweise der Spezialangriff. Und der nächste Blättersturm wird schon ordentlich reinhauen. Die Frage ist, Serpiroyal ist nicht so langsam. Was trägt Leben auf? Okay, die Frage hätte sich dann erübrigt, ob da... noch ein schnelleres Pokémon bei Lukas sich im Kader befindet. Aber ja, Gengar wäre zum Beispiel auch noch gewesen. Jetzt kommen aber Kogubai und Felinara rein. Das ist interessant. Beide haben, glaube ich, gegenseitig schon was, was ihnen Schaden machen könnte. Felinara hat einen sehr effektiven Spukball. Okay, damit hätte ich jetzt gerade in dem Moment auch nicht gerechnet. Aber Kogubai tankt das gut. Kogubai tankt das sehr gut. Aber die Spezialverteidigung droppt. Das ist halt ein Problem. Dadurch würde ich Kogubai wahrscheinlich jetzt auch schon wieder rausnehmen und auf Tentantel gehen. Und von Kokowai kommt der Delegator. Okay, dann würde ich noch nicht rausgehen. Vielleicht kommt jetzt aber auch schon gleich wieder reiche Ernte. Nee, kommt noch nicht. Das wäre sehr cool gewesen. Aber er hat noch einen weiteren Zug Zeit dafür. Delegator geht jetzt erstmal down. Und er müsste irgendwie am besten Toxin einsetzen und dann irgendwie dauerhaft in seinem Delegator bleiben. Das wäre halt schon richtig, richtig wertvoll. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt nicht reicht, um über die 100 KP zu kommen. Aber ich glaube schon, dass das reicht. Weil dann würde die Citrobeere nichts mehr bringen. Ja, er bekommt jetzt die Citrobeere und die wird nicht mehr aktiviert, ne? Genau. Kokowai muss jetzt erstmal zurückgerufen werden. Ganz klar, Spukball würde reichen. Und Derpy kommt. Derpy, Derp, Derp. Und das kann natürlich mit einer Stahlattacke, sofern es eine kann, Felinara ordentlich zusetzen. Von daher kann man da auch durchaus mit einem Wechsel rechnen. Und ja, das tankt den Spukball super, super gut. Also wäre das vorhin echt eine Option gewesen, das in Gengar mal rein zu switchen. Also da Kapilz zu opfern, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ganz. Aber Blocky wird sicherlich Aufschluss in den Kommentaren geben. Von daher, wenn euch das interessiert, immer einfach mal in die Kommentare reingucken. Da wird das schon ganz gut erläutert. Kraftreserve, Feuer! Hui! Damit muss man nicht rechnen. Das war aber auch noch ein Volltreffer. Also sehr lucky an dieser Stelle. Überraschungseffekt plus Volltreffer. Das haut natürlich rein. Und ob Derp sich da nochmal hochheilen kann, weiß ich nicht. Immerhin bringen die Edelsamen und Überreste nochmal einige KP. Plus zusätzlich jetzt das Schutzschild nochmal. Aber trotzdem, eine Kraftreserve Feuer, die hat gerade... Ich glaube nicht, dass Derp das jetzt überleben würde. Ich glaube nicht. Eventuell würde ich daher jetzt auf Kokowai wechseln, weil das sollte eine Kraftreserve vorher ganz gut tanken. Und dann würde Citrobeere es eh wieder hochheilen.
Von daher wäre das, denke ich, eine gute Option meines Erachtens. Und Egelsamen würden ja auch noch kommen. Ich würde jetzt auf Kokobai gehen. Mal sehen, Blocky macht es nicht. Und dadurch opfert er, glaube ich, Tentantel. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut war. Okay, hat Bisaflor noch. Aber ich glaube, Kokobai hätte es locker überlebt, hätte dann Citrobeere plus Egelsamen gehabt, hätte damit den nächsten Spukball überlegt. Und dann wäre die Citrobeere ja vielleicht nochmal wiedergekommen und so. Es hätte durchaus die Chance gehabt, da was zu erreichen. Schade. So opfert er Tentantel, aber immerhin geht Felinara jetzt durch Bisaflor auch down. Und dadurch ein wirklich spannendes Duell. Und so habe ich mir die Liga vorgestellt. So wünsche ich sie mir, dass das hier ein Duell auf Augenhöhe ist. Psyauron bekommt erstmal durch die spitzen Steine wieder Schaden. Bisaflor wird rausgenommen, weil da eventuell eine Psychoattacke kommt. Und da ist Kokobai natürlich eine sehr kluge Wahl, womit allerdings Lukas auch gerechnet haben könnte. Er rechnet er allerdings nicht. Psychokinese sollte Kokobai ganz passabel tanken. Und jetzt eben die angesprochene Citrobeere, die da wieder ordentlich KP hinzugibt. Allerdings, das ist das Problem, wird Psyauron auf den Spukball gehen. Weshalb ich eventuell tatsächlich einfach zurückwechseln würde auf Bisaflor. Aber Psyauron wird rausgenommen. Okay, und Panzer Eron kommt. Das ist interessant. Wenn da jetzt die Egelsamen kommen sollten, durchaus ein passabler, also durchaus ein guter Wechsel aus Blockys Sicht. Für Blocky war das ein guter Wechsel. Denn es trägt zwar die Überreste, aber die Egelsamen werden mehr abziehen. Problem ist nur, dass Panzer Eron zwar nicht das offensivstarkste Pokémon ist, aber mit Flug hat es da wirklich gute Vorteile. Und da kommt der Sturzflug. Reicht das aus gegen ein Kokobai? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte sein. Ja, reicht es. Okay. Das wird jetzt für Bisaflor ziemlich gemein und schwierig. Ich meine, Skarmory hat viel Schaden bekommen. Bekommt jetzt auch keinen Egelsamenschaden, da gerade kein Pokémon im Spiel ist, was die Egelsamen annehmen könnte. Aber Bisaflor, ich weiß nicht, es kommt halt stark darauf an, ne, wie viel Schaden dieses Panzer Eron jetzt mit seinem Sturzflug anrichtet. Normalerweise macht es halt echt nicht so viel Schaden, aber es hat gerade ein Kokobai ordentlich angegriffen. Und auch gegen Bisaflor macht das sehr großen Schaden. Aber ich glaube, Bisaflor könnte Skarmory besiegen. Es könnte sein. Egelsamen kommen hier nochmal an dieser Stelle. Dadurch ist Skarmory ziemlich down. Und wenn da nochmal Gigasauger kommt, dann könnte das reichen. Es wird sehr, sehr knapp. Und Panzer Eron überlegt super knapp. Und dadurch bekommt Bisaflor, denke ich, auch nicht genug KP zusammen, um den nächsten Sturzflug auszuhalten. Dadurch wird es, denke ich, der Untergang gewesen sein. Bisaflor wird down gehen. Panzer Eron bekommt Rückstoß, geht auch down. Und damit gewinnt Lukas dann, glaube ich, ganz knapp mit einem 1:0, weil Psyauron noch am Leben war. Und kann sein, dass ich gerade noch ein anderes Pokémon vergesse, aber ich glaube nicht. Du verlierst gegen Lugus. Ja, Meloetta war... Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wer down war und wer nicht. Kein Plan, Alter. Kein Plan. Gengar lebte, glaube ich, auch noch. Ich weiß nicht, was es für ein Ergebnis war. Ich hoffe, ihr habt da den Überblick einigermaßen behalten können. War auf jeden Fall ein schön spannendes Duellchen. Und wir hüpfen jetzt rein in unser Duellchen, in unseren Kampf gegen Lugas und hoffen, dass wir da den ersten Sieg auch mal erringen können für uns. Blocky hat bisher auch noch den ersten Sieg nicht. Wir auch nicht. Nur Giko noch nicht. Nur René aus der Top 4 konnte bisher einen Sieg erringen. Es wird Zeit, das zu ändern. So, jetzt mal gegen Lukas. Dessen Team kenne ich noch überhaupt gar nicht. Bei Cray und Benny ist es ja so, dass sie das komplett gleiche Team benutzen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon viermal gekämpft und viermal leider Gottes verloren. Nicht so geil. Er hat auf jeden Fall seinen Meistergriff dabei. Das freut mich, das wieder zu treffen. Sein Panzer Eron, Psyauron, Felinara, Meloetta und Gengar. Es sieht gar nicht so aus, als wäre das ein zugeschnittenes Team. Jedenfalls glaube ich es nicht. Ein bisschen Angst habe ich vor Psyauron und Meloetta, weil ich da nicht genau weiß, was sie drauf haben. Also Psyauron halbwegs noch, aber Meloetta ist tatsächlich so ein bisschen... Okay, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir vor? Wen setzen wir ein? Wir haben halt auch gegen die meisten nicht so viel in der Hand, ne? Also ich glaube, dass er mit Psyauron beginnen wird, weil das Reflektor und sowas hat. Haben wir irgendwie Unlicht oder sowas? Unlichtattacken?
Oder Kiefer? Kiefer hätten wir mit Minato. Das wäre eigentlich ganz passabel, damit mal zu beginnen. Dann können wir mit Kehrtwende wieder rausgehen. Ich glaube, das können wir erstmal machen und dann sehen wir mal, wie es so ausgehen wird. Wenn es Gengar ist, können wir auch so mit Sondersensor angreifen. Also wir haben da schon ein paar Möglichkeiten. Und notfalls haben wir immer noch den Fokus-Gurt, der uns retten wird. Ich setze zwar Quajutsu eher ungern am Anfang ein, weil wir es später brauchen, um noch ein schnelles Pokémon zu haben, um angeschwächte Pokémon eventuell down zu kriegen, weil unser Team ja generell nicht so schnell ist. Und es kommt ein Panzer-Eron. Da spielt man relativ häufig mit Beulenhelm, ne? Und das wird wahrscheinlich die Stachler setzen. Stachler finde ich schon mal nicht so geil. Aber ich denke mal, dass das kommen wird, die Stachler. Und das ist wieder ungeil für Minato. Stachler. Ja, aber mit Minato anzugreifen und dann eventuell einen Beulenhelm-Schaden zu kassieren. I don't know. Und Kehrtwende bringt halt gar nichts gegen Panzer. Und da können wir es auch sein lassen. Außer vielleicht wegen der Robustheit. Ja. Nee, ich gehe auf Sumpex, um meine Tarnsteine mal rauszuhauen. Ich hätte auch sehr gerne ein Giftspitzen-Pokémon dabei. Also ich überlege mir echt, ob ich eventuell Tentoxa mit reinnehme. Weil wir da zum einen Giftspitzen hätten. Ach, Tarnsteine hat er auch, okay. Weil wir da zum einen Giftspitzen hätten und Kloakensoße, wovon ich ja ganz großer Fan bin. Zumindest in der Theorie. So, wir legen jetzt mal unsere Tarnsteine raus. Maken wir erstmal. Und dann Panzer-Eron kann auch Dings haben. Toxin. Das wäre überhaupt nicht geil. Sturzflug kommt, okay. Er geht gleich in die Vollen. Wie viel Schaden macht das? Eventuell können wir das kontern. Vielleicht sollten wir aber auch einfach wechseln. Es macht schon sehr guten Schaden. Kann man nicht anders sagen. So, wir gehen mal auf die Tarnsteine. Okay, es greift mit einer physischen Flugattacke an und trägt die Überreste. Okay, auch gut zu wissen. Gut zu wissen. Da könnte eventuell noch ein Sturzflug kommen. Das könnten wir mit Marmolida eigentlich ganz gut abwehren. Und mit Marmolida könnten wir eventuell auch einen Wechsel erzwingen und dann Toxin loswerden. Gengar kann nicht von Toxin getroffen werden. Ansonsten alle, glaube ich. Psyaugon kann Synchro haben. Aber ich glaube, Strolch ist verbreiteter. Und da kommt wieder der Sturzflug. Den sollten wir eigentlich ganz gut aushalten können. Denke ich mal. Boah, Volltreffer. Okay. Aber sollte uns nicht töten. Und dann können wir uns mit Wunschtraum auf jeden Fall ganz gut hochheilen. Während Panzer-Eron, glaube ich, weiter angreifen wird. Aber mit Überreste und dem Sturzflug Rückstoßschaden wird es, glaube ich, nicht down gehen auf Dauer. Aber wir können halt mit Wunschtraum Schutzschild im Prinzip, ja, zumindest hier so ein bisschen ausharren. Mal gucken. Und ich glaube, Marmolida ist ein Pokémon, das viele nicht einschätzen können, weil das kaum benutzt wird, glaube ich. Es ist ja eher ein experimentelles Team. Gerade mit einer Drachenroute auf Lashoking. Er wechselt aus. Finde ich ganz gut, weil wir haben jetzt einen Wunschtraum drin und es kommt Felinara. Kennt er sich vielleicht doch besser aus? Weil Marmolida hält halt speziell nicht so viel aus. Wird jetzt von spitzen Steinen getroffen, okay. Felinara. Will sich Felinara mit Gedanken gut pushen oder greift es an? Das ist schwierig einzuschätzen gerade. Ich weiß nicht, ob Toxin, Schutzschild oder Spiegelcape. Also wenn es angreift, könnte es uns besiegen. Unsere Spezialverteidigung ist ziemlich grottig, oder? Und durch Feenbrise und sowas sollten wir das nicht unterschätzen. Er hat 92, es ist okay. Ich glaube, er wird nicht angreifen, weil er mit Schutzschild rechnen wird. Ich hoffe es jetzt einfach mal und gehe auf Toxin. Es kommt die Mondgewalt, aber nur die Mondgewalt, keine Schallwelle. Das heißt, Mondgewalt ist deutlich schwächer. Ja, okay. Also Schallwelle wäre schon sehr knapp geworden. Bin ich erstmal froh darüber, dass wir uns dafür entschieden haben. So, okay, jetzt kommt hier erstmal unsere Heilung, die wir auch dringend nötig haben. Und sehr gut, Felinara ist erstmal vergiftet. Ich will meinen ersten Sieg, okay, und den hole ich mir jetzt auch. Auf Teufel komm raus. Felinara kann sich zwar heilen, aber kann auch die Vitalglocke haben, hat es aber, glaube ich, nicht. Wir könnten es jetzt spiegelcapen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nochmal auf Wunschtraum. Und dann spiegelcapen wir vielleicht, heben wir uns noch ein bisschen auf, die Überraschung. Also vielleicht rechnet er ja damit, das kann durchaus sein.
Aber ich würde ganz gerne dafür sorgen, dass wir Spiegelkett noch so ein bisschen im Geheimen halten und vielleicht nicht gleich am Anfang verbraten und ihm entgegenschleudern. Hey, guck mal, wir haben Spiegelcape. Cool, oder? Und Felinara wird zurückgerufen. Okay, und es kommt Meistergriff. Ne, Psiaugon. Okay, Psiaugon. Boah, hat das Synchro oder hat das Strolch? Schwierige Sache. Schwierige Frage. I don't know. Was ich weiß, ist, dass es Donnerblitz haben kann. Das könnte wehtun. Aber sollten wir überleben. Aber vielleicht könnte hier Spiegelcape viel Sinn machen. Ich glaube, er wird erstmal auf Lichtschildreflektor gehen. Aber das macht eigentlich gegen Marmolida keinen Sinn. Donnerwelle? Könnte er machen. Oder er greift einfach an. Ich glaube, ich hoffe, Schutzschild hat vor Strolch Priorität, aber ich denke mal schon. Dann gehe ich erstmal auf Schutzschild, um zu gucken, was kommt da. Wenn es Gedankengut ist, dann war ein bisschen doof. Energieball, okay. Dann würde ich schon sagen, dass Spiegelcape eine gute Wahl wäre. Versuchen wir es. Es kommt der Energieball nochmal. Er geht offensiv rauf. Das macht viel Schaden und das wird auf jeden Fall Psiaugon ins Grab befördern. Sehr schön. Wir heilen uns außerdem ein bisschen durch Überreste und können uns ja jetzt durchs Rauswechseln auch nochmal wieder ein paar KP hinzuführen. Ich liebe Belebekraft. Es ermöglicht einfach so viel taktischen Spielraum. Und das ist toll. Und es kommt Meloetta. Meloetta. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das Vieh kann. Aber ich gehe erstmal auf Schutzschild. Kriegen wir ein bisschen Überreste noch und gucken, was da so kommt. Vielleicht kommt da ja Gedankengut. Das wäre nicht so geil. Es kommt noch ein Energieball hinterher. Ey, risky frisky hier auf jeden Fall. Energieball. Okay. Ich denke, wir wechseln da einfach auf Tandrak. Ist die sicherste Variante von allen. Und dann sind wir da erstmal safe. Also das sieht ziemlich gut aus für uns gerade. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Und das hatte ich in letzter Zeit sehr selten. Energieball kommt, kriegen wir sehr gut pariert. Wunderbar. Also, keine Ahnung, ob wir es sehr gut pariert bekommen. Habe ich jetzt mal ein bisschen vorweggenommen. Lebenorb, das heißt, er hat sich fast mehr Schaden gemacht als uns. Er hat noch einen Felinara, ne? Das heißt, wenn er mit Draco Meteor rechnet, wäre das ein guter Wechsel. Ich gehe daher, glaube ich, auf Schlammwoge. Dafür hätte er allerdings Panzer Aeron. Aber ich gehe mal auf Schlammwoge. Gucken wir mal, ob der Wechsel kommt. Wenn nicht, machen wir gut Schaden. Und falls der Wechsel auf Panzer Aeron kommt, haben wir zumindest eine gute Chance. Psychoschock, das kann reichen. Stimmt. Ich habe ein bisschen vernachlässigt, dass wir eventuell gegen ein Psycho-Pokémon gerade kämpfen. Das war dumm, könnte man so sagen. Okay, Energieball. Energieball. Oh. Ich überlege gerade, was passiert, wenn Psychoschock kommt. Es geht auf die physische Verteidigung. Das müsste man wahrscheinlich kontern, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. So, er wird jetzt hundertprozentig. Eigentlich müsste er damit rechnen, dass jetzt ein Energieball kommt. Dass jetzt ein Spiegelcape kommt. Aber ich gehe mal auf Schutzschild. Mal gucken, was kommt. Bin mal gespannt. Energieball. Ist er sich so sicher? Na, mit Lebenorb, ne? Macht das halt schon mächtig Schaden. Das darf man hier nicht vernachlässigen. Aber ich glaube, Marmolida packt das. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. Aber meistens sind diese Halblegenden, wie Meloetta, ja nicht besonders gut in einem Wert, sondern in allen. In allen gut, aber in keinem so richtig sehr gut. Deswegen glaube ich, packen wir das. Selbst mit Lebenorb. Aber er ist sich sehr sicher. Das macht mich skeptisch. Aber wir packen es und da kommt das Spiegelcape dann wieder. Und damit ist Meloetta dann auch down. Außer, es hat irgendwie eine krasse Fähigkeit, die das abwehrt oder so. Aber es sieht nicht danach aus. Damit können wir das zweite Pokémon hier schon heraus Spiegelcapen. Sehr wichtig. Okay. Und dann kommt jetzt welches Pokémon? Also, Meloetta ist down. Und Psiaugon haben wir down. Meistergriff wäre eine gute Wahl. Meistergriff weiß ich auch nicht, ob wir es vergiften sollten. Da kommt Konkuldur. Guten Tag, mein Kleiner.
Ja. Schwierige Sache. Gyarados? Gyarados. Um den Angriff zu senken, zumindest erstmal. Halte ich für relativ sinnvoll. Ich glaube, er hat auch nichts sehr Effektives, oder? Kann sein, dass er Abschlag hat. Da können wir ganz gut gegen ankommen dann. Boah, die Tarnsteine. Ein Hass. Ein Hass. Und es kommt der Ableitung. Okay. Den sollten wir... Boah, es macht so viel Schaden, ne? Es macht so viel Schaden. Aua. Aua. Ich weiß nicht, was es sonst noch kann. Aber ich würde Gyarados ganz gerne erstmal aus der Gefahrenzone rausbringen. Wäre aber auch irgendwie doof, wenn wir das tun würden. Trotz gesenktem Angriff und... Boah, es ist einfach so eine Bestie, ne? Es ist so eine freaking Bestie. Ich weiß halt nicht, was jetzt kommt. Und Gyarados opfern. Brauchen wir Gyarados noch für irgendwas unbedingt? Gegen Panzer Aeron nicht. Gegen Meistergriff, klar, ist der Bedroher immer sehr nützlich. Gegen Filinara... Auch nicht zwingend, gegen Gengar auch nicht unbedingt. Wobei Gengar das Mega ist, ne? Also da wäre ein Erdbeben schon sehr geil. Aber ich glaube, ich gehe mit Kaskade drauf und hoffe einfach auf den einen oder anderen Zurückschrecker. Je nachdem, was jetzt kommt. Ich weiß leider nicht, was Konkludor neben Abschlag noch so, oh, Steinkante. Okay, eine Mega wäre also wichtig gewesen. Naja. Okay. Aber es hat zumindest gut Schaden gefressen. Und jetzt... Nehmen wir, denke ich, Minato. Ja. Und jetzt muss er eigentlich mit Konkludor rausgehen. Wenn er damit rechnet, dass wir Sondersensor haben. Und dann wäre Panzer Aeron, glaube ich, die beste Wahl. Ja, machen wir jetzt einfach. Wir gehen jetzt auf Sondersensor. Und je nachdem, was dann kommt, wechseln wir wahrscheinlich dann einfach raus. Mit Kehrtwende. Okay, Filinara, das ist in Ordnung. Filinara wird das Ganze sehr gut tanken. Wird immerhin von spitzen Stein getroffen. Kriegt jetzt Sondersensorschaden. Und dazu dann auch noch den Giftschaden. Also das ist schon okay. Oh, macht ja gar nicht so wenig. Ja, Filinara muss schon einstecken. Jetzt dann noch eine Kehrtwende. Auf wen wechseln wir dann? Auf Lashoking? Ja... Ich denke schon, dass Lashoking da die beste Option ist. Machen wir Kehrtwende. Weil Lashoking halt unsere abnormal hohe Spezialverteidigung hat. Damit sollte es selbst einem Filinara gegenüber ganz gut standhalten können. Und zusammen mit Kehrtwende und dem Gift sollte das auch schon bald reichen. Deswegen rechne ich sogar eh fast eher mit Wunschtraum. Aber mal gucken. So, dann kommt Lashoking. Und jetzt hoffe ich auf eine Mondgewalt. Weil dann ist Filinara eigentlich down. Es kommt eine Mondgewalt. Die sollten wir gut überleben. Yep. Das sieht sehr schön aus. Spezialangriff sinkt. Nicht so geil. Aber passt schon. So, Filinara geht in der nächsten Runde auf jeden Fall down. Das heißt, wir könnten jetzt auch irgendwas Cooles machen. Wobei ich jetzt nicht so genau weiß, was cool ist. Wir sind auf jeden Fall langsamer. Und es kommt wahrscheinlich noch eine Mondgewalt. Auf Marmolida wechseln wäre jetzt aber irgendwie nicht so sinnvoll. Wir könnten dann zwar Lashoking wieder heilen. Aber naja, während Lashoking halt auch nichts Großartiges machen kann jetzt, ne? Wir müssen also auf jeden Fall einstecken. Und dann haben wir es noch mit Gengar zu tun, mit Meistergriff und mit Panzer Aeron. Ja, ich denke, wir lassen Lashoking nochmal einstecken und greifen mit der offensichtlichsten Attacke an, nämlich Psychoschock, um jetzt nicht zu verraten, was wir so haben. Spukball hat es, okay. Überleben wir aber auch. Boah, sehr gut. Nicht mal 40 KP. Wow, das ist wenig. Okay, dann sollte Filinara jetzt down gehen. Und dann haben wir ein weiteres Pokémon besiegt. Und wir haben es noch mit 3 zu tun, während wir selbst noch 4 haben, glaube ich. Also noch ist nichts entschieden. Noch ist nichts entschieden. Aber der Kampf ist zumindest nicht so verbissen. Gengar. Ja, Gengar wird sich megern. Und wird dann sehr gefährlich werden. Gengar, Meistergriff, Panzer Aeron. Ich glaube, wir haben echt nicht mehr so viel Wert für Marmolida.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Marmolida kann gegen Panzer Eron und Gengar nichts ausrichten mit der Vergiftung, nur gegen Meistergriff. Meistergriff kriegen wir mit Lashoking und Minato vielleicht ganz gut down. Ich glaube, Marmolida opfern ist erstmal das Beste, was wir tun können. Glaube schon. Damit Lashoking erstmal ein paar KP dazu bekommt. Okay. Gengar Need, ja. Und da wir so eine schlechte Spezialverteidigung haben, wird es auf jeden Fall reichen. Es sei denn, es ist nur ein Spukball. Dann können wir das überleben, ob uns das... Es geht auf Schutzschild. Okay, bringt uns das jetzt irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Ich bezweifle es. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Schutzschild. Weil Gengar hat eigentlich keine Push-Attacke, sondern wird jetzt angreifen. Mit Energieball wahrscheinlich. Und wir könnten Spiegel capen, ne? Vielleicht. Wenn wir es überleben. Aber Mega-Gengar hat halt... Vielleicht hat er auch einfach Angst jetzt. Und wir können Marmolida dadurch am Leben halten. Wir gehen erstmal auf Schutzschild, um noch ein paar KP dazu zu kriegen. Und er setzt Energieball ein. Donnerblitz, okay. Ja. Ich glaube, das Safeste wäre es jetzt, auf Spiegelcap zu gehen. Wir werden wahrscheinlich sterben. Aber wir können es auch versuchen, mit Spiegelcap zu lösen. Auf geht's. Spukball nur? Das ist gut. Oh, Volltreffer. Oh, wäre es kein Volltreffer gewesen, hätten wir Gengar sowas von geplättet. Okay. Aber ich glaube, ich habe eine passable Idee. Also Lashoking sollte eigentlich einen Angriff aushalten können. Und sollte Gengar dann gut Probleme machen. Theoretisch. In der Theorie. Wenn jetzt wieder ein Volltreffer dabei ist, dann ist es was anderes. Wir gehen auf Psychoschock. Ich denke, Lashoking überlebt das. Ein Donnerblitz. Ein Spukball wird schon schwieriger, aber... Ich kann nur hoffen, dass es nicht reicht. Wir haben eine sehr, sehr gute Spezialverteidigung. Gengar hat aber auch einen sehr guten Spezialangriff. Plus den Typenvorteil. Mal gucken. Und jetzt kommt der Spukball. Und jetzt bitte Spezialverteidigung. Wow. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe. Oder deutlich weniger. Psychoschock könnte reichen. Och nein, Alter. Wie knapp. Jetzt müssen wir eigentlich wechseln. Ah nein, ich kann nicht wechseln. Stimmt ja. Oh. Shit. Das wird eng. Ich glaube, wir verlieren jetzt Lashoking. Spukball ist das Stärkste, was Gengar raushauen kann. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Reicht es aus? Ich glaube, es reicht knapp aus oder knapp nicht. Oh, wir leben noch. Wir leben noch. Psychoschock, go! Okay. In Ordnung. Jetzt kommt der Volltreffer. Na, ganz toll. Dankeschön. Wir können Lashoking noch zurück ins Spiel holen wieder. Panzer Eron kommt. Panzer Eron kommt. Oh Mann, Leute. Es ist schon wieder so mega knapp, ne? Wir könnten jetzt auf... Mizera gehen. Ne, gegen Lashoking hat gegen Meistergriff keine Chance. Meistergriff ist schneller. Wir gehen jetzt lassen Lashoking down gehen. Kämpfen dann mit Mizera gegen Skarmory. Und dann muss Minato alles alleine reißen. Das wird doch auch nichts. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Nachthieb. Okay. Interessant. Damit steht es 2 zu 2. Und wir gehen auf Mizera. Kriegen jetzt erstmal ein bisschen Tarnsteinschaden. Das ist eher ungeil. Jetzt hätte ich so gerne mein Siedewässerchen, ne? Aber was willst du machen? Ja, dann auf Konter. Um den Sturzflug zu kontern. Ich hoffe, dass wir mit einem KP überleben, genau. Das wäre perfekt. Ah, okay. Wir werden es, glaube ich, nicht besiegen.
Doch, wir besiegen es. Okay, das ist das Perfekte, was wir jetzt erreichen konnten. Jetzt Siedewasser noch zu haben, das wäre gut. Früher hatte ich halt statt Tarnsteine Siedewasser drauf. So, Conkeldurr kommt. Conkeldurr kriegt ein bisschen Tarnsteinschaden. Zusätzlich dazu kann es mit Ableithieb nicht zu viele KP regenerieren. Und wir können mit Erdbeben, weil wir, glaube ich, schneller sind, noch ein bisschen Schaden reindrücken. Und dann sollte es eigentlich reichen mit Quajutsu. Das muss reichen mit Quajutsu. Das reicht definitiv. Und wir sind schneller. Und damit... Es kann jetzt eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Zwischen unserem ersten Sieg. Okay, Minato, go. Außer Conkeldurr hat jetzt noch Tempohieb oder so. Das wäre halt krank. Ich weiß nicht, ob es lernen kann. Das wäre so traurig. Jetzt habe ich richtig Angst, wo mir das eingefallen ist. Nein! Wir sind schneller. Okay, Sondersensor trifft immer, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Wieder ein mega heftig knapper Sieg. Nicht knapper Sieg, sondern knappes Spiel. Dieses Mal ein Sieg. GG an dich, Lukas. Puh, nicht schlecht gespielt. Aber es hat tatsächlich gereicht mal. Junge, 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 Junge. Hoi, ich hatte jetzt den Kampf gegen Benny, den Kampf gegen Cray, also Ilya, und den Kampf gegen Lukas am Stück. Und ich bin sowas von K.O. jetzt. Also geistig einfach. Boom. GG an Lukas. Sehr schön gespielt. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.